Stefan Krasahor. Sie bringen die Welt der Kunst und Kultur regelmäßig zum Beben, lösen Debatten aus, große Debatten. Sind Sie manchmal selbst erstaunt über den Widerhall, über dieses enorme Echo? Ja, wobei, also es ist nicht die Absicht. Ich erzähle Sachen und dann passiert, dass manchmal gar nichts passiert, jahrelang. Und dann wiederholt man immer dasselbe und es passiert gar nichts. Und dann durch die Veränderung der Tonlage oder durch eine andere Wortwahl zum selben Thema wird ein Beben ausgelöst. Und was lernen wir daraus, dass das mit meiner Person überhaupt nichts zu tun hat, sondern mit einer gesellschaftlichen Situation oder mit einer Situation überhaupt, wo die Art und Weise, wie man spricht, wahrgenommen wird oder nicht. Und dann das Beben selbst, das ist die Gesellschaft, die bebt. Das hat, also ich versuche das anders zu sagen. Ich erzähle 10-mal dasselbe zum Humboldt-Forum oder innerhalb eines Gremiums sage ich, ja, wie wäre es mit ein bisschen mehr Transparenz über die Herkunft der Objekte oder wie sie, unter welchen Bedingungen sie zu uns gekommen sind. Das sagt man in einem Gremium, es passiert nicht. Das sagt man in einer Vorlesung, es passiert bei den Studenten was, Studierenden, aber sonst nicht. Man sagt das in einem Vortrag, man sagt das mal höflich, mal ein bisschen aufgeregt, man sagt das einem Kollegen zwischen Tür und Angel oder einem Verantwortlichen, ey, sag mal, das geht gar nicht, es passiert alles nichts. So. Und ich sage das nicht, weil ich das glaube, sondern weil ich das spüre aus meinem Kontakt mit der jungen Generation an der Universität zum Beispiel, merke ich, oh, da ist etwas, was mich interessiert, aber eben nicht nur mich, das wollen viele wissen und es gibt aber eine andere Ecke in dieser Landschaft, die will nicht, dass man darüber spricht. Die legt eine Bleidecke über ein bestimmtes Thema, nämlich wie die Objekte möglicherweise, unter welchen Umständen sie in Museen gekommen sind. So. Und dann wähle ich das Wort Tschernobyl in dem Fall, um das jetzt ganz zu entschärfen, gleich zu Beginn. Und dann löst das ein Beben aus. Aber das Beben, wie gesagt, bin ich nicht, sondern es war da. Es reichte nur ein bisschen was, damit etwas ins Rollen kommen, was durch andere schon oft gesagt worden ist. Und als schwierig haben Sie eben, nur um das nochmal ganz deutlich zu machen, empfunden, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das, was dort ausgestellt werden soll, denn vorwiegend ethnologische Objekte werden es sein, dass man da sich nicht sicher sein konnte, wie sehr auf die Herkunft, Herkunftsgeschichten verwiesen wird, wie kritisch die da auch mein Punkt war, werden. Natürlich, die koloniale Geschichte, aber nicht nur. Aber mir ging es eher darum, es war andersrum gedacht, es war so gedacht. Hier entsteht ein neues Museum, ein neues tolles Museum, dachte ich. Also hier entsteht was Tolles. Und es entsteht zu einer Zeit, wo sehr viele andere Museen, oder wo, wo man die Chance ergreifen muss, die neuen Standards in den Museen zu implementieren. Darunter die Transparenz der Provenienz. Also entsteht ein riesiges Haus. Es hat viel Geld, es hat viel Energie, es hat viel Know-how. Viele gute Wissenschaftler arbeiten dran. Und man sollte das so machen, dass es für unsere Zeit stimmt. Und was ich sah, war etwas, was gerade entsteht, was für unsere Zeit nicht stimmt, sondern für vor 20 Jahren möglicherweise. Es ging natürlich auch um diese koloniale, besonders problematische Herkunft, aber nicht nur. Es geht generell darum, dass wir uns freuen, wenn wir in ein Museum gehen, nicht nur über die Schönheit der Objekte uns zu entzünden und zu elektrisieren und beglückt nach Hause zu kommen, sondern deren Geschichte ist ein Teil unserer Geschichte. Wenn man das erfährt, dann ist man noch viel reicher, geht man viel glücklicher aus dem Museumsbesuch. Wurde den Menschen auch so ein bisschen das Denken und Gucken abtrainiert im Museum, weil sie all diese Dinge auch gar nicht, die sollten ja verborgen bleiben. Das wurde so ein bisschen tabuisiert, da spricht man nicht drüber, man guckt sich das an und findet es toll. Und, es wurde möglicherweise in den vergangenen Jahrzehnten nicht mal aktiv tabuisiert, sondern tatsächlich gab es kein großes Bewusstsein dafür, dass es vielleicht das Publikum interessiert oder manche Individuen im Publikum. Das heißt, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, ja, man hat es versteckt, man hat es extra nicht gesagt. Und trotzdem, also es passiert überall was, es ist überall so ein bisschen im Umbruch, aber reicht Ihnen dieser Umbruch oder müsste es im Grunde doch noch radikaler sein? Ich würde nicht nur das Düstere beleuchten wollen, sondern beides. Also beides, die Forscherlust und die Forscherlast. Also Lust und Last zusammen, Licht und Schatten zusammen und nicht nur das eine. Und ich glaube aber insgesamt, dass die Dynamik gerade gut ist. Was halten Sie von solchen Strategien wie,
wir teilen das. Also wir haben viele Stücke in Europa, viele ethnologische Dinge, Masken, Thronsessel, wunderbare Skulpturen aus Afrika. Wir behalten das und stellen es doch hier aus und dann ist es, dann kann doch jeder kommen und dann haben wir so ein geteiltes Erbe, ein Shared Heritage, so ist ja das Schlagwort gerne. Die Idee, dass man ein Erbe teilt, die funktioniert ganz wunderbar, wenn das ein immaterielles Erbe ist. Also Deutsche und Franzosen teilen die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, an den Ersten Weltkrieg und an den Krieg von 70-71 und dann die napoleonische Kriege. Das ist ein geteiltes Erbe. Das hat uns geformt, das macht uns auch so, dass wir uns jetzt mögen, weil es inzwischen ganz viele Élysée-Verträge gegeben hat. Das ist unser geteiltes Erbe und das gibt es zwischen Franzosen und Deutschen, Franzosen und Italiener, Deutsche und Briten etc. Das ist unser geteiltes Erbe. So, das funktioniert wunderbar. Das funktioniert einfach überhaupt gar nicht, wenn das geteilte Erbe ein authentisches, einziges Originalobjekt ist. Das kann man einfach nicht teilen. Vor allem, wenn es bei mir ist. Ja. Dann kann ich noch so sagen, das ist unser geteiltes Erbe. Ja. Trink mal. Aber wenn du jetzt nicht rüberkommst, weil es kein Visum gibt, weil es kein Geld gibt, weil es keine Möglichkeit gibt, dann ist das einfach kein geteiltes Erbe. Und außerdem weiß man aus jeder Familiengeschichte, dass Erbe ungefähr der Punkt ist, wo sich alle streiten. Deswegen ist die Metapher nicht gut. Und wenn wir darüber sprechen und dann nachdenken, müssten wir dann nicht vielleicht auch auf die Idee kommen, dass nicht sogar ganze Museen geschlossen werden müssten, wenn man es denn ernst meint mit Rückgaben, mit... Nee. Nein, es geht nicht darum, die einen zu füllen und die anderen zu leeren oder eine Art Racheaktion an die Museen. Es geht überhaupt nicht darum. Es geht um eine fairere Verteilung des Kulturerbes, um das Wort zu benutzen, was wir haben, in der geopolitischen Lage, die wir haben. Und wenn wir hören und wenn das stimmen sollte, ich weiß nicht, wie man diese Statistik überprüft, aber ich habe sie von Stéphane Martin, dem Direktor des Musée du Quai Branly, wenn man hört, dass 95% des historischen materiellen Erbes Afrika außerhalb von Afrika ist, dann kann kein Mensch damit zufrieden sein. Das ist einfach, es geht nicht. Das muss wieder äquilibriert werden, in ein Verhältnis gebracht werden. Es geht darum, dass man darüber spricht. Und das war bis vor einem Jahr nicht der Fall. Jetzt reden wir drüber und das ist schon ein enormer Schritt. Ich würde ganz gerne auf etwas ganz anderes kommen, auf die Frage, wie Sie diesen Blick auf die Kunst und die Kunstgeschichte und die Geschichte überhaupt entwickelt haben. Also ich erzähle Ihnen erstmal eine Anekdote, wie ich zur Kunstgeschichte kam. Ja, das hat mit einem Schraubenzieher zu tun. Ja, das ist gut. Und zwar war ich ein Jahr lang Austauschschülerin hier in Berlin, in Langwitz. Da war ich 16 Jahre alt und kam zurück nach Paris im Sommer und meine Eltern meinten, jetzt warst du ein Jahr weg, ein Schuljahr weg, du kannst nicht in Urlaub fahren oder so, du bleibst jetzt in Paris. Es ist total öde in Paris im Sommer, weil alle weg sind, die Freunde etc. Und ja, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich beworben für Praktika mit der einzigen Expertise, die ich hatte, nämlich ich kann Deutsch. Ich konnte Deutsch damals. Dann hat kein Museum, und ich habe mich bei Museen beworben, weil Museen im Sommer aufhaben und weil ich gerne im Centre Pompidou war die ganze Zeit. Jedenfalls hat sich tatsächlich das Centre Pompidou gemeldet und die meinten, du kannst Deutsch oder sie können Deutsch. Wir bauen gerade eine Ausstellung ab, Magicien de la Terre war das, eine legendär gewordene. Wir bauen die ab und da kommen Handwerker von Anselm Kiefer, und die muss man betreuen. Und du kannst Deutsch, sie können Deutsch, also bitte gehen Sie mit denen Bier trinken oder zeigen Sie denen, wo man Bier trinken kann und so weiter. Also habe ich diese Handwerker, die Kisten packen sollten, betreut. Und ich war 17. Und der größte Tag in meinem Leben war, als die Freundschaft da war mit den Handwerkern, dass die mir ihre Elektroschrauben hier in die Hand drückten und sagen, hey, du kannst auch mal schrauben. Und da habe ich so eine Kiste geschraubt und seitdem dachte ich, boah, also mit Anselm Kiefer will ich was zu tun haben. Und das war der Weg dann, Masterarbeit etc. Also so wie man da reinfällt, das war wirklich nicht sehr edel. Das war praktisch. Yeah. Und ich glaube, ich betreibe mein Fach, es ist die Kunstgeschichte dann geworden. Ich war zunächst Germanistin. Genauso mit dem Werkzeug in der Hand und dann schraube ich hier und da und es ist einfach nur praktisch. Das alles
leitet darauf hin, kann noch nicht so ganz sagen, warum Sie sich dann trauen, auch Dinge auszusprechen oder zu handeln. Der Ausstieg aus dem Humboldt-Forum, aus diesem Prestige-Projekt. Ich bin auch seit vielen Jahren in der Lehre tätig dadurch, also an der Universität, entwickelt sich auch eine Art Verantwortungsbewusstsein für die kommenden Generationen. Dieses Verantwortungsbewusstsein führt vielleicht dazu, dass es zu solchen Momenten kommt, wo man sagt, nein, ich kann mich jetzt nicht mehr in den Spiegel schauen, wenn ich weiter in so einem Gremium sitze, wo dann abends gut gegessen wird und da wird ein Foto geschossen und das war's. Was ist das für eine politische Haltung? Aber politisch nicht im Sinne von parteipolitisch, sondern von menschheitspolitisch. Also man hat ja nicht so viel Zeit auf der Erde. Ja, so. Beruflich 30 Jahre und wenn man kann es, entweder man hält es aus, wie es ist auch eine Gabe, ich halte es nicht aus.